In der Mitte des 10. Jahrhunderts kam es zum großen Schisma der Trennung zwischen Ost- und Westkirche. Auslöser waren eigentlich banale Fragen um Liturgie und Ritus. Von byzantinischer Seite wurden die Lateiner aufgefordert, sich von jüdischen Praktiken abzuwenden, nämlich der Kommunion in Gestalt von ungesäuertem Brot und des Fastens an Samstagen in der Fastenzeit. Ältere Vorwürfe lauteten, sie verbieten den Priestern das Heiraten, was nur Unzucht fördere, und fügten dem Glaubensbekenntnis ein blasphemisches Filioque hinzu, was bedeutet, dass der Heilige Geist von Gott Vater und Sohn ausgehe. Allerdings haben sich die Kirchen schon seit der Spätantike auseinandergelebt. Nun trifft ein starker Patriarch, Michael I., Kerularius, auf einen schwachen Kaiser, der sich nicht behaupten konnte. Schon Anfang des 11. Jahrhunderts haben Patriarch und Kaiser den Plan entwickelt, größere Autonomie von der Papstkirche in Rom zu erhalten. Auch der Patriarch von Konstantinopel sollte als ökumenischer Patriarch universal anerkannt sein. Im Westen breiteten sich hingegen die Ideen der Kirchenreform aus. Reichskirchliche Aspekte kamen da nicht gut an. Dazu wurde der lateinische Ritus in den süditalienischen Gebieten von Byzanz verboten und die Kirchenprovinz direkt Konstantinopel unterstellt. Zugleich ernannte der Kaiser einen Erzbischof von Bulgarien und die Rechte des Patriarchen von Antiochia als Dritten in der Hierarchie schienen gefährdet. Als nun Leo IX. Zum Papst wurde, eskalierte die Situation. Im Brief mit den Vorwürfen bezüglich Kommunion und Fasten wurde mit dem Schließen lateinischer Kirchen in Konstantinopel gedroht. In der Antwort rief Leo zwar zu Frieden und Eintracht in der Kirche auf, allerdings stellte er klar, dass die universale Kirche nur Petrus als Fundament haben könne. Zugleich erinnerte er an mehr als 90 verschiedene Häresien, die im griechischen Osten entstanden sind und die das Papsttum eingedämmt habe. Schließlich wurde die konstantinische Schenkung zitiert und daraus abgeleitet, dass der Papst in Rom das Oberhaupt der gesamten Kirche sei. Abschließend forderte Leo, dass die Patriarchen ihre übliche Arroganz aufgeben sollten. Daraufhin schien Kaiser Konstantin Monomachos interveniert zu haben. Dem Patriarch Michael I. Kerularius versuchte eine Versöhnung. Leo IX. Bedankte sich beim Kaiser, kritisierte aber den Ehrgeiz des Patriarchen, der die Patriarchate von Antiochia und Alexandria ihrer Rechte beraube und kündigte einen päpstlichen Legaten an. Gegenüber Patriarch Michael formulierte er anklagende Fragen wie, ob es wahr sei, dass er nicht auf reguläre Weise die Kirchenhierarchie aufgestiegen sei. Allerdings hatten die Legaten die Aufgabe, den Streit beizulegen. Am 19. April 1054, am Tag, als Leo IX. Starb, erreichten die Legaten Konstantinopel. Sie wurden vom Kaiser gebührend empfangen, behandelten den Patriarchen aber wie einen Angeklagten, den sie beleidigten. Sie verstießen auch gegen das Protokoll. Nun setzte Polemik ein, die in persönlichen Beleidigungen mündete. Schließlich erreichte die Nachricht vom Tod des Papstes den Patriarchen, der nun aufgrund der Sedis Vacans nicht weiter diskutieren wollte. Am Samstag, dem 16. Juli 1054, gingen um 9 Uhr Vormittag die Legaten zur Hagia Sophia, hielten eine kurze Predigt und legten eine Kommunikationsbulle gegen den Patriarchen auf den Altar. Beim Hinausgehen zitierten sie das Markus-Evangelium. Möge Gott sehen und richten. Die Legaten verabschiedeten sich vom Kaiser, weihten Kirchen des lateinischen Ritus und reisten ab. Am 20. Juli wurde das Anathema gesprochen. So lautet in der Ostkirche der Terminus für Exkommunikation. Während die Zeitgenossen glaubten, der Konflikt würde rasch wieder beseitigt sein, hält die Spaltung zwischen der katholischen und orthodoxen Kirche bis heute an. Erst in den letzten Jahrzehnten, nach fast einem Jahrtausend, ist wieder ein Gespräch untereinander möglich. Mhm.